schaffen wir es lebend hier raus. Okay, jetzt ging's. Klingt schon wie Daniel. Hier oben ist ja. Was. Bei mir auch. Komm rüber und schau dir das an. Mach direkt noch mal ein bisschen leiser, weil ich komme der Jump. Und ich muss gleich wieder Tasten drücken. Was zum Teufel? Warte! Gott, wenn jetzt ein Jumpscare kommt, ne? Ach, noch eine Katze. Hey, was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich Ihr nur wollt ein das um. Nicht zufällig über Discord streamen, schreibt Kevin. Moment, ich kam gerade im Gespräch. Naja, ist eh niemand. Wer da. Ist das? Lass sie los. Wendy, drück mal kurz auf Pause. Was meinst du gerade? Habt ihr euch schon ein bisschen erschrocken, oder? Ja, ich ganz oft. Ich habe mich schon ganz oft erschrocken. Ich glaube, so einmal. Na dann weitermachen. Ja. Wir sind dabei. Ich habe gerade die ekligen Zehen irgendwie. Ja, Louis ist gerade an irgendeiner Schule und ich bin mit unserem Professor, der gerade abgehauen ist, und Angela in irgendeiner Hütte im Wald. Ich bin auch im Wald an so einem Spielplatz irgendwie mit diesem Kind, was einem verfolgt. Der ist Megan. Genau. Ja, so weit sind wir gerade. Da ist noch nicht so viel passiert, also wir sind noch nicht komplett in der Stadt, aber wir haben uns erstmal getrennt, weil das war der gute Plan, dass man sich immer trennt. Aber kann man die Charaktere auch richtig steuern oder macht man da einfach nur Entscheidungen? Du wirst es ja gleich sehen. Laufen und Entscheidungen treffen. Ja, weil beim... Okay. Du wirst gleich sehen. So, geh mal wieder hier rüber. Ich bin wieder ready. Ich bin gerade Andrew. Ah, siehst du ja. Oh, untersuchen. Modern Magic and Rituals. Das wird kein Gebrauen. Moderne Magie und Rituale. Moderne Magie und Rituale ist die umfassendste Anleitung zur Magie der Gegenwart. Dieses Buch wurde für Praktizierende geschrieben, damit diese ihr Wissen und ihre Kunst vertiefen können. Es beschäftigt sich genauestens mit allen Aspekten moderner Magie und bietet den Lesern eine umfassende Auswahl an Ritualen zum Üben. Das ist doch schön. Können wir gebrauchen. Ich habe der früheren Megan geholfen, also der Mary gerade. Ah. New Age Flüche. Unbeachtet dessen, ob sie persönlich an Karma glauben, gibt es ethische Erwägungen zur Fluch- und Bannmagie. Diese hat eindeutig größere Auswirkungen als andere ethische Geheimnisse, wie das Belegen einer anderen Person mit einem Liebeszauber. Manche Wege verbieten sie gänzlich, während andere sie nur zur Selbstverteidigung zulassen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fragen, die sich Praktizierende vor dem Wirken eines schädlichen Zaubers stellen sollten. Kleben sie zu sehr am gewünschten Ergebnis? Möglicherweise sind sie enttäuscht oder niedergeschlagen, wenn das Resultat nicht ihren Erwartungen entspricht. Aha, auch ganz viel Text. Oh Gott, hier ist echt viel Text. Illustration. Haarsträhne. Das Haar einer lebenden Person kann für viele Formen der Magie, von Liebeszaubern bis hin zu Flüchen, verwendet werden. Fügt man etwas Schwefel Andrew, hinzu? Oh. Ich hab grad gelesen, John, Mann! Na endlich. Du Kackhund. Du bist John kam gerade, ey. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Könnt mich nicht mal in Ruhe umgucken. Was zur Hölle war das da drin? Es war riesig und zum Furchten. Wir sind erst wieder verkackt. Es war nichts. Keine Sorge. Keine Sorge? Was bin ich? In der zweiten Klasse? Er hat recht. Du solltest dich zusammenreißen. Hier finden wir sicher was.
Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Oh, ich glaube, ich bin jetzt auch bei der Schule. Vielleicht sogar den Busfahrer. Bin jetzt hier bei einer Scheune. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Das sieht hier aus, alles. Ah ne, Police Department. Bin ich denn ins Police Department gekommen? Okay, cool. Bleibt nah beieinander. Ja, wir gehen gerade alle drei auseinander. Schön. Funktioniert schon mal gut. Hier ist ein Stuhl. Cool. Oh. Gab einen Stein, aber den Protestschild ausgefunden. Den Stein lasse ich da erstmal noch liegen. Was macht Angela denn da? Die hockt im Busch. Okay, wir brechen jetzt ins Police Department ein übrigens. Das ist bestimmt eine gute Idee. Na gut. Was ist das hier? Oh, wieder ein Zettel. Oh, wieder so ein Briefdings. Postkarte. Komm her, schau mal. Damit kann ich die Scheibe einschlagen und wir kommen rein. Verdammt! Der alte Mann. Warte, ist das noch die Vorahnung, oder? War ganz einfach. Du bist dran. Hä? Irgendwie check ich das Spiel manchmal nicht. Irgendeine Vorahnung freigeschaltet, aber genau dann ging es weiter. Weird. Was meinst du? Ah, okay. Ja, sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. John denkt, dass sie immer noch im Wald rumirrt. Klar, die alte Frau, ey. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Oh Gott, jetzt teilen die sich auch noch. Jetzt gehe ich hier alleine in ein scheiß Haus rein. Oh Gott. Kriegt eine Krise mit dem Alten. Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Komm hier rüber, ich hab etwas. Das ging aber schnell. Wann muss ich denn da klicken? Vielleicht ist das der Ausweg. Muss man noch im Kreis klicken oder nicht? Jetzt nicht. Leitung tot. Oh, John wird sauer. Ich hab das Telefon kaputt gemacht schon. Weil ich das geklickt habe. Oh Gott. Habe ich kein Licht mehr. John rastet richtig aus hier. Entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich okay, so kindisch zu okay, jetzt geht ohne Licht in ein dunkles Haus. Sieh mal. Viel Spaß. Das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Untersuchen. Ja, das wird bestimmt was bringen, Andrew. Du bist richtig schlau. Oh Gott. Oh Gott. Was war das? Hey, das Telefon klingelt ohne Kabel? Das macht ja Sinn. Ja, deswegen ist es gruselig. Ja. Was machen wir? Rangehen? Erstmal nachdenken. Ja, ich mach das. Komm. Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Es ist nur ein Telefon, was kann groß passieren. Hello. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Was beunruhigt sie? Oh nein! Okay. Gott, das andere. Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen helfen, aber damit ich das tun kann, muss ich wissen, wo Sie sind. Mach Druck! Finde heraus, was zur Hölle hier los ist. Na, mit Druck wird das nicht funktionieren. Bleib ruhig, ja. Bleib mal ruhig, ja? Die Frau ist total in Panik. Ich wusste es. Ich hätte selbst rangehen sollen. Kannst du nur einmal aufhören zu maulen?
bange, denn ich hatte sie nicht kommen hören. Sie waren mir so fremd. Ihr Gewand und die Art, wie sie sprachen, war mir nicht vertraut. Oh, Schock. Sie sprachen von dem. Warte mal, das ist doch Angela, die da spricht. Was verpasst? War das gruselig? Ihr müsst mir glauben, ich bitte euch. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Lol, ich höre gerade unser Geschehen von vor hinten. Oh Gott. Loslassen! Das war sehr laut. Ich habe gerade am Telefon Angela reden hören. Von vorhin. Das war weird. Spielt ihr parallel? Shit. Ja. Oh, ich hab Kack, Mann. Scheiße. Ich war so gut in der letzten Frequenz verkackt. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Ich bin gerade wieder bei den Historikern. Und Megan. Kein böses Wort, Scheiß aus. Sprech nur ein Wort. Hier ist irgendjemand, nur ey. Nur eine Silbe über das andere. Wo hat er aber das Licht her? Ich will doch gar keins. Dunkle Nacht. Den Fehler. Meine Abrechnung wird furchtbar. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Geh zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nichts zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Potatoes. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, 43 jene, die mich Cent. Kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Ist keiner die Spiele des Teufels, Reverend. Ja. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Oh, das Schock! Alter! Der Mann. Gestank des Fegefeuers, ey. Oh Gott, nähern. Louis irgendwie den gruseligen Pfad und du... Sei doch mal ruhig, Kevin. Ein Frösteln überkommt mich. Welch böser Zauber wird mehr. Der Gehörnte richtet sein Antlitz. Immer diese alte Frau. Seine Diener sind unter uns. Was zum... Ich bin hier gerade vor Gericht. Schön. Gegen mich sind nichts als boshafte. Muss ich den ganzen Jumpscares machen. Wenn hier Dunkelheit in sich durchgeschwitzt, greift, so nee. Nein! Mary? Megan ist gerade umgefallen. Schwester, was quält dich? Ich glaube, der Dämon will raus. Was habt ihr hier angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste schon besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht mal Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird euer Schatz sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Ist sie nur? Keine Ahnung. Viel mehr davon halte ich nicht aus. Es ist gleich vorbei. Du schwebst nicht in Gefahr. Ich glaube, wir machen jetzt eine Dämonenaustreibung oder so. Auch schön. Mit Mary, beziehungsweise Megan. Ja. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Und ich bin bei Amy und Joseph. Ja. Mit ihm. Auch schön. Ich glaube, Megan Nein. ist tot. Oh. Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Wieder. Schützt euch. Ersucht den Herrn. Das war ja strange. Was zur Hölle war das? Das war fragt mich echt? Auch. Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ah, ich habe gerade einen Hexenprozess angeguckt. Was denkst du, war mit ihr los? Ja.
Das Mädchen habe ich im Wald gesehen. Das ist definitiv. Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken, erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht. Wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Sie ist nur ein Kind. Ja. Hast recht. Sie ist nicht nur ein Kind. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela 2 in die Scheiße reitet. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja. Es war schlimm, das zu sehen. Ihr Ehemann sah aus wie du. Ja. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann... Er sah aus wie du, Professor. Da war noch etwas Seltsames. Die beiden, die die Kleine hatten... Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Na gut. Sehen wir uns nochmal um, ob uns nichts entgangen ist. Gute Idee. Also anscheinend sehen diese Historiker alle aus wie wir. Alter Hexenkerker. Spannend. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Ja, nice. Was passiert bei dir gerade so? Ich habe gerade wieder diesen Flashback gehabt, wie die ganze Zeit irgendwie schon. Und jetzt will ich sie dazu bringen, dass wir zu euch wiederkommen. Ah, gute Idee. Wir sind immer noch im Police Department. Jetzt kann ich mich eigentlich mal ein bisschen umgucken. Jetzt suchen wir wieder nach euch, okay. Oh, ich habe ein Geheimnis gefunden. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Mal, wenn ich ein Geheimnis finde, spielt das Spiel automatisch weiter. Hey Jane, oh Mann. Wir sind hier. Du darfst kein Geheimnis finden. Wir kriegen die Tür nicht auf. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Und wir kriegen die Tür nicht auf. Ich krieg die Tür auch nicht auf. Na toll. Kommt durchs Fenster. Ja, Gewalt. 3, 2, 1. Yay. Ach, deswegen konnte ich das Geheimnis nicht angucken, weil ihr zu schnell wart. Ich komm, ja, das hier, ich konnte gar nicht laufen. Nee, da gab's automatisch. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Ach, wir haben jetzt beide wissen, gleich was gesehen. Der Frau jetzt droht. Ach, kann gut was sein. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Geht also um Hexen. Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Die Karte, die ich gefunden habe. Hm. Witch Trail. Das ist doch wahnsinnig. Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten. Wir kommen heil hier raus. Ich bin optimistisch. Diese Nacht ist die Hölle, aber wir kommen hier raus. Dein Streberlook täuscht. In dir steckt ein Krieger. Okay. Weird. Wo bleibt denn Angela? Ich rede hier mit Angela. Die hat mich gefragt, ob sie stirbt, wenn die andere alte Helle auch stirbt. Das kann gut sein. Und da habe ich also konnte man sie entweder beruhigen. Ich habe gesagt, ja, wissen wir nicht. Wissen wir auch nicht, aber.
Klingt nicht so gut. Erstmal Feuer geschürt.